Jo. Willkommen zu einer neuen Freunde. Was? Willkommen zu einer neuen Freunde-Folge C. Was zum Teufel? Willkommen zu einer neuen Folge CSGO. By the way. Ohne Freunde. Ich weiß nicht, wieso ich Freunde gesagt habe, keine Ahnung. Es ist einfach. Tja. Ich weiß es nicht. Erstmal husten. Ja, eigentlich wollte ich jetzt das neue Knife ein bisschen playen, ne? So. Ja. Aber, tja, ne. Das ist, wenn wir einmal Terrorist sein, dann wird man es nicht. Das ist wieder so typisch. Wahrscheinlich verlieren wir jetzt 15-0 als CT. Das wär jetzt so typisch. Also, classic. Bastard, bleibst du hier? Fängt schon mal nicht so schlecht an da unten. Oh, was? Lol. Heaven won. Nice. Alter, von Wurzeln. Ja, das, er hat einfach Dingens gekillt. Ich denke mal nicht, dass der außen rum ist. Ja, es war ja einer von uns Rampe und der war jetzt nicht mehr da. Da habe ich nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Aber ich habe mich auch überhaupt nicht danach umgedreht. Also ich dachte schon, dass der Schuss von unten kam. Egal, wir haben gewonnen. Also, wen juckt's? Wen interessiert's? Er ist jetzt, wie gesagt, die Frage. Naja, habe ich noch nicht gesagt. Ja, verliert man jetzt möglichst viele Runden oder gewinnt man jetzt möglichst viele Runden? Wenn man viele Runden gewinnt, kann man drawen, dass man das Knife öfter spielen kann, ja, als Terrorist. Und wenn man jetzt möglichst oft verliert, kann man so sagen, ja, jetzt gewinnt man halt nur noch als Terrorist, dann kann man es auch oft spielen. Das ist die Sache, ne? Aber ihr habt es ja eh gesehen, also so krank und neu ist das jetzt ja nicht. Wer es nicht gesehen hat, einfach das vorletzte CSGO-Video anklicken. Letzte CSGO-Video. Also das Video vor dem Video im Endeffekt. Von CSGO natürlich. Ja, ich denke mal nicht, dass ich den Flive gezeigt habe. Whoop. Oh. Da ist tatsächlich einer. Nein! Ich habe keinen Gegner gesehen, keinen lebendigen. Erstmal T-Baggen. Oh ja, der steht drauf. Lol. Wealth Anti-Cheater ist detected. Cheater und ist. Was zum Teufel, seit wann gibt's so eine Meldung? Wartet mal, habe ich dieses Dings ausgemacht? Wartet mal kurz. Wartet mal. Draw. AOD. Okay. Ja, ich habe ja dieses Interface weggemacht, aber eigentlich, wenn man CSGO neu startet, ist es automatisch weg. Ich dachte jetzt schon so, ne, weil so eine Meldung habe ich noch nie gesehen. Es könnte jetzt echt sein, weil ich Idiot das nicht ausgemacht habe. Aber eigentlich, wie gesagt, ist es so, dass wenn man, also so habe ich es mir zumindest erklären lassen, dass wenn man CSGO schließt, das halt in die Konsole sowieso zurückgesetzt wird. Und folglich wird der Befehl auch wieder gelöscht. Also es wird wieder auf Stand zurückgesetzt. Und das geht sowieso nur, wenn du Admin von dem. Also nicht Admin, aber wenn du halt Rechte auf dem Server hast. Und das habe ich ja hier nicht. Folglich kann ich das auch nicht machen. Dass ich hier cheate. Also bin ich es nicht. Hoffe ich doch zumindest. Aber wenn ich es wäre, das wäre, glaube ich, etwas zu einfach rauszufinden. Also, cheaten heißt ja nicht nur, dass man cheatet, sondern einfach irgendwelche Sachen in die Konsole eingibt, die man halt nicht darf. Ist auch als Anti-Cheat dabei. Come on, chop, chop. Soweit ich weiß. Aber was ich nicht verstehe, wieso kommt da eine Meldung, Valve hat einen Cheater erkannt und dann wird er nicht gekickt? Ich meine, wenn sie ihn schon erkannt haben, what the fuck? So. Outside one, outside. Fuck, der kommt jetzt nochmal oder ist der schon durch? Ey Junge, das kann doch nicht sein, ist der jetzt einfach wieder zurückgelaufen oder was? Ne, da war er, lol. Ah, war der wahrscheinlich da hinten dann. Ich war mir so sicher, dass der dahinter steht, lol. Steht er aber tatsächlich nicht. Worauf schießt der Kerl, Mann? Was zum.
LOL. Ich hab überhaupt nicht gecheckt, von wo ich abgeschossen wurde. Ich dachte schon, Teamkill, ey. Was zum Teufel, Alter? What the fuck, Mann? Woher kommen die Gegner, Mann? Das ist ja abgenommen. Plötzlich stehen die einfach hinter dir, neben dir. Holy moly. He's 5 HP. Oh, das ist 1 gegen 1, sehe ich gerade. Ich dachte gerade, es würden noch 2 Gegner nehmen. Ja, den habe ich echt nicht gesehen, der mit der P90, ohne Scheiß. Nein. Und als ich gesehen habe, also der, wo gestorben ist, nach mir, also der Gegner, wo nach mir gestorben ist, der ist links gestorben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er überhaupt auf mich schießen konnte, wenn das der war. Irgendwie bin ich, also das muss ich mir nochmal anschauen, Marinette, ich check überhaupt nicht von wo. Also es ist eigentlich echt selten, dass man keine Ahnung hat von wo, und da weiß ich jetzt aber echt nicht. So, mit was spiele ich? Oh Mann, HWP-Runde, ich spiele den 4-0. Und in der Aufwärmphase war ich eigentlich ganz gut. Da habe Bar. Jetzt gehen erstmal alle Outside, läuft. Oh, nice. Schon mal ein Pickup gemacht. Ich fahre auf der Arbeit immer einen Pickup-Truck. Deswegen kann ich das jetzt auch berechtigt sagen als Pickup-Truck-Fahrer. Ein Pickup. Das ist unsere Smoke. Das war er. Ja, diesmal kann ich hier von hinten weggesnackt werden. Na ja, gut, ich werde es ja eh sehen, wenn er hochkommt, aber. Ja. Was ist das für eine Smoke? Der. Ich muss jetzt auf den. Auch unsere. Ich muss jetzt unbedingt auf den Rampentypen achten, weil wenn der stirbt, habe ich echt die Arschkarte. Vor allem mit der HWP. Ich meine, es geht schon, aber. Ich bin jetzt nicht der beste HWP-Spieler und das ist niedrige Distanz, hasse ich es am meisten. Der Kerl ist halt einfach Monster Cat Release. Lol. Hat der mich jetzt erschrocken? Sind die jetzt beide Outside gewesen, Leute? Was machen die Gegner denn? Wahrscheinlich stehen die da auf dem Dach, da wisst schon, wo bei T-Spawn, wenn du rausläufst, da kannst du ja aufs Dach drauf gehen. Und er holt den dritten weg. Und da stirbt endlich mal einer von uns. Ich meine, leider. Stirbt einer von uns. Oh. Oh shit. Ah. Oh, that pre-fire. Ja, Zeit ist eh rum. Wir haben gewonnen. Nicht riskieren. Lass mir ihn dann entkommen. Schießt der auf den? Da hat der einfach nur random rumgeballert. Ist mir egal. Ja, das war mir jetzt zu heiß, da nochmal rauszugehen, weil ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Kohle und ich habe einen Kill gemacht, damit bin ich zufrieden. Runde gewonnen. Mehr braucht man nicht. Es muss ja nur Runde gewinnen. Ja. Also mehr braucht man nicht. So einfach funktioniert das Spiel. Lol, die haben den rausgeworfen. Ich finde, kann ich nicht mal schauen, wie schlecht der war. Ja, wahrscheinlich hat er auch eher getrollt oder war. Na ja, gut, AFK war auf jeden Fall nicht. Aber wahrscheinlich war es. Nee, der, wo gerade überlebt hat, war, glaube ich, wieder der Kerl mit dem Frauenbild. Egal. Wen juckt's, wen juckt's. Hat der das Ding zerschossen schon, oder? Eigentlich ist hier mit der AWP ganz nice, weil, ich meine, so leicht kriegst du jetzt hier nicht so einen Headshot reingedrückt, weil so gutes Aim hat man in der Elo eigentlich nicht, dass man hier rausläuft und dem im Lauf oder instant einfach Headshot gibt. Da sollte man mit der AWP eigentlich schon deutlich einen Vorteil haben. Jetzt kam da aber ein Schuss raus. Oder war das von Orange? Ja, das war Orange. Lol, outside. Nein! Outside, one. Two. Achso, die sind schon unten. Oh boy. Unten. Good stuff.
Junge! Alter! Fuck it, man. Der scheiß Pisser, wie der nicht mehr in diesem Drecksding hervorgekommen ist. Ich hasse es, ey. Ich bin so schlecht mit der HPP. Ah ja, zum Thema Mates. Hello, hello. Nochmal, also Grundvoraussetzungen dafür sind erstens, dass ich euch entweder hello. Kenne. Three bots. Easy game. Roger that. Roger. Ihr ein gutes Mikrofon habt und ja, keine Ahnung. Also ich spiele jetzt ja nicht einfach mit irgendjemandem schon. Weil ich habe oft genug schon mit Abonnenten gezockt und also ich glaube, ich habe jetzt so in den letzten paar Monaten so 10 Games ungefähr mit irgendjemandem gemacht, wo mich einfach eingeladen hat und es ist immer fast immer in der Katastrophe. Also 9 von 10 Fälle waren richtig schlimm. Entweder war mein Mate zu gut oder die Mates, meistens waren es mehrere, 2. Den ich dann gezockt habe, waren zu gut, sodass ich dann übelst scheiße war, weil die halt, die Gegner hatten halt überhaupt nicht meine Elo, waren halt 3, 4, 5 Ränge über mir, haben mich halt übelst zerfickt und ich habe halt im Endeffekt nichts gemacht, außer zu sterben und habe zugeschaut, wie die anderen spielen sozusagen. Was jetzt nicht wirklich cool für mich ist. Geht auch doch nicht rein, wenn der eine Shotgun hat, Idiot. Ja, und die anderen, einer ist mal rausgegangen einfach, der ist dann einfach aufgegangen, hat mich mit seinem Mate allein gelassen sozusagen. Das war einmal, also das fand ich persönlich richtig scheiße. Erstens übelst der Disrespect, zweitens hat er sich nicht mehr entschuldigt und drittens hat er mich danach einfach wieder eingeladen. Also einen Tag später einfach so, ja, spiel nochmal mit mir, ich lief wieder und wir verlieren, jo, nice, easy, oder? Also, ja, ich suche mir da die Leute schon bestimmt aus, also, ja. Wie gesagt, das mache ich nicht einfach so mit jedem. Da habe ich bereits zu viele schlechte Erfahrungen gesammelt. Und gutes Mikrofon ist für mich die Top-Voraussetzung, weil ich lade nur qualitativ Video- und Audiotechnisch nur qualitativ hochwertiges Zeug hoch. Wenn ich scheiße spiele, ist es was anderes. Das hat nichts mit der Qualität an sich zu tun. Und wenn jetzt jemand... Also, ein schlechteres Mikrofon geht schon. Hätte was geht? Nachmann, töte die Gegner nicht immer so schnell. Geht schon. Oder ist auf dem Silo drauf. Aber wenn es halt jetzt wirklich zu schlecht ist, so wie die meisten Mikrofone in CSGO, also was man jetzt so bei Randoms immer antrifft, solche richtig krassen Rauschmikrofone und sowas, mache ich nicht mit. Also sowas ist ein absolutes sowieso No-Go. Aber sowas hat ja in der Regel keiner. Also von, ich kenne tatsächlich niemanden, der eins hat, so ein schlechtes. Und ja, ich habe auch schon überlegt, eventuell frage ich einfach Hikeson, aber der zockt ja so wenig und ich weiß nicht, ob er überhaupt noch CSGO spielt. Und momentan, keine Ahnung, so bei ihm aussieht. Aber dann wären wir eh nur zu zweit, also zu dritt würde ich jetzt sagen, sollte man schon sein. Weil zu zweit ist irgendwie genauso behindert, weil das immer noch 3 Randoms, also das Mehrzahl des Teams ist unbestimmt und scheiße. Vorausgesetzt natürlich ist es mal ein gutes Team dabei, dann ist das natürlich nicht so, aber ich meine, jetzt zum Beispiel ist es mal nicht so. Aber in der Regel ist das ja doch so. Ist der schon durch? Ich habe ihn getroffen. Ich hasse mein Leben, Alter. Und er hat die mir gestealt, ist das sein Ernst? Alter, ohne Witz, Mann, ich hab ihm halt... What the fuck? Ich hab ihn halt getroffen, das ist echt der Witz, der Witz. Hä, hey, die Bombe ist doch A geplantet. The Bomb is A, I think. Da ist die Bombe aber nicht, oder? Nee, die ist sie doch noch. Die ist A. Ja, ist sie. Oder? Ich höre es irgendwie so laut piepen, aber nein, die Bombe ist da nicht. Die ist A geblendet, ja. Das war der Bastard, der mich gekillt hat. Ohne Witz, ich habe halt nur so Just for the Lloyds auf A geschaut. Ich dachte nicht, dass die da wirklich geblendet haben. Ey, der hat meine Scham. Das sind alle gestorben. Ja, lol, das ist... So ein Bullshit. Wie ist der da überhaupt hingekommen, der Kerl? Der war doch oben, ne? Ich glaub's zumindest. Oder er war unten hinter der Kiste, aber ich glaube, der war schon oben. Weil wenn er oben gewesen wäre, hätte er uns von hinten einfach wegmachen können. Ja, ne, dann war er doch unten. Ja, aber trotzdem, voll der Spaß-Deal. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da wirklich jemand ist. Also ich dachte mir wirklich so, just for the Leute, ich schau jetzt einfach mal, es ist sowieso B und dann... Ach, mega behindert. Ja, du kannst halt auch nichts machen, wenn du da hochkletterst und da wartet schon einer auf dich, beziehungsweise aimt halt darauf, du kannst halt nicht schnell genug reagieren.
Weil du ja in dieser Sekunde da, wenn du da schießt, egal mit welcher Waffe, triffst du halt nicht. Weil du hast ja auf der Leiter übelst Scheiße eben. Beim Klettern. Weiß zwar nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Auf was schießt der denn? Verdammt nochmal. Ich hasse es, Mann. Ich sehe die ganze Zeit keine Gegner. Und in der einen Runde, wo ich welche sehe, ballert mich dieser Spacken mit seiner... Alter, ist die Battle Scar. Das sieht man sogar von weiter weg stehenden. Was ist eine Kack-AWP. Ja. Ballert der Spasti mich mit seiner Diege. Quatsch, du willst dann. Genau, die Stimmen darüber aufzugeben. Achso, die haben schon noch zwei Bots. Ist ja mega scheiße, ne? Ohne Witz, da will man einmal Terrorist spielen, dann ist man City und Rape die Gegner. Was ist das? Ich habe nur verloren. Die letzten 10 Games oder so, ich verloren wurde von MG2. Ich wurde übrigens nicht gedrinkt letzte Folge. Wurde beinahe gedrinkt und das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und so der Bot. Spielt aber auch keine Rolle mehr, wer das war. Ja. Verlieren nur. Spielen wir nur mit übelsten Lappen, die einfach nur heftig am Trollen sind. Und dann spiele ich einmal mit guten Leuten zusammen und die Gegner... BÄM! Junge, sind einfach so richtig scheiße. Na gut, ich bin gerade auch nicht gut, aber ich meine... Ja, komm, was ist das, ey? Oh, ne Witz, Mann, was willst du denn da machen? Und noch einen Drop bekommen, natürlich. Voll verdient, voll verdient. Alter, was ist das denn? Wow. Lol, learn to play noobs. Ja. Was zum Teufel, Mann? Was war das jetzt für eine Runde, ey? So ein Scheiß. Das ist aber echt Scheiß. Ja, schauen wir es uns so nochmal an. Ja, sorry, ne? Kann ich jetzt auch nichts machen. Naja, ihr seht es ja schon mal. Und wie gesagt, ihr habt es ja im Video gesehen. Aber ich wollte selber jetzt einfach mal in einem Matchmaking zocken, weil ich habe es seitdem ich Sub noch nicht in einem Matchmaking gezockt, nur in Deathmatches. Und ja, da wollte ich es eigentlich heute mal sozusagen in der Aufnahme auch noch prämieren und dann so ein Scheiß. Tut mir wie gesagt echt leid. War wahrscheinlich auch recht langweilig zum Zuschauen, weil ich habe ja keine Frags gemacht, wirklich. Aber naja, ich meine, Gegner waren halt nie da, wo ich war, also naja. Ich kann ja nicht wissen, wo die sind. Ich hatte ja den Cheat nicht, ne? Ich wüsste echt mal gern, wer den Cheat anhatte. Weil die Meldung kam ja jetzt gerade am Ende nochmal. Aber was ich halt wirklich nicht verstehe, Cheat detected und Server wissen aber nicht, wer es ist, oder was? What the fuck? Also das verstehe ich erst recht nicht. Aber an mir lag es, wie gesagt, nicht, weil mein Ding eigentlich zurückgesetzt werden sollte und ja. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer das war. Egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.